Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen kurz eine Mission machen, denn dann können wir Krebsgor im Pandir-Café ansprechen. Dann erzählt er uns von Sonflora und dem Ringmeer, wodurch uns die nächste Mission, sag ich mal, geöffnet wird. Und ja, das ist dann, die Mission heißt irgendwie das Wunderei oder so ähnlich. Und ja, ich weiß nicht, um was es genau in dieser Mission geht. Und es laggt gerade. Warum auch immer so viel, ich habe gar nichts offen. Ha. Mach halt noch einen Ruckzuck-Keep, Dragon. Mach halt noch einen Ruckzuck-Keep. Okay. Ja, wir müssen bis E13 oder U13, was auch immer es war. Und das Weberack halt eskortieren. Wir haben ja ein paar Gummis. Ich werde mich jetzt hier beeilen. Ich will das jetzt so schnell wie möglich machen, damit wir vielleicht noch in dieser Episode so die Bonus-Episode, die Episode anfangen können. Ich habe das jetzt mal nicht auf Screen gemacht, weil ich nur kurz 20 Minuten Zeit habe. Also eine Partlänge halt. Und ja, sonst hätte ich die Mission hier halt noch schnell machen müssen. Und das wollte ich nicht. Weil ich ja sonst nicht mehr aufnehmen könnte. Wisst ihr Bescheid. Alles klar. Und so habe ich jedenfalls einen Part, auch wenn das dann vielleicht nur dieser Dungeon hier ist. Obwohl, nein, wir sind jetzt bei jetzt 1 Minute 30 und wir sind bei U4. Wir werden das schon packen. Umklammerung. Ah, okay. Ruckzuckieb. Immerhin. Okay, wir müssen dann aber nochmal in unser Lager. Stimmt, wir müssen nochmal in unser Lager gehen, weil wir noch ein paar Items von der Sonflora-Mission haben. Und. Alles klar. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin, Leute. Zack. Mach halt eine Wasserdüse. Alles klar. Arschi. Und wir sind Level 45 und eine neue Attacke. Oh. Blättersturm. Blättersturm ist halt schon ganz geil, aber... Ist das nicht eine Attacke, die mehrfach trifft? Kann so... Nee. Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Hat nur 5 mal, also 5 AP und das ist es mir nicht wert. Das ist es mir definitiv nicht wert, es tut mir leid. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich habe gerade gemerkt übrigens, dass die Story eigentlich noch schon relativ weit geht. Ich weiß nicht. Also in der Komplettlösung, ich gucke in der Komplettlösung von, ich weiß gar nicht, ist es Pisa-Fans oder so? Ich weiß es gar nicht. Und da ist es halt alles unterteilt in Kapitel, sag ich mal, oder Punkte halt. Wir sind jetzt bei Punkt 24, das Wunderei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich war der Meinung, ich habe da eben noch danach noch 3 weitere Missionen gesehen, oder war das 2? Ich weiß es nicht. Eigentlich geht das perfekt auf mit den ganzen Bonus-Episoden etc. Dass wir als letztes noch die letzte Mission machen, sag ich mal. Wonach wir uns dann noch entwickeln können. Aber, ja, irgendwie kam mir das eben anders vor. Ich weiß es nicht genau. Oh nein, Weberack, hör auf damit. Okay, gut. Weberack hört auf, alles gut. Als ob wir jetzt die Treppe nicht finden. Hier ist die Treppe, dein Ernst, in dem Raum sind wir gestartet. U7, okay. Ja, das heißt, wir machen jetzt das Wunderei, danach Team Charm. Also Platz für Team Charm, die Bonus-Episode, ich glaube, die heißt so. Danach heißt das hier auch, also bei Bisa-Fans, bei der Komplettlösung, irgendwas mit Team Charm. Ich glaube, da kommt Team Charm hier nämlich auch. Das heißt, eigentlich müsste man die Bonus-Episode danach machen. Aber egal. Und danach die Bonus-Episode mit der Zukunft, mit Reptane und so. Ich weiß gar nicht, wie die Bonus-Episode heißt, das ist so mein Problem. Ich weiß es halt echt nicht. Und danach das Ende von dem kompletten Let's Play. Also danach die Raumzeitspaltung, glaube ich, irgendwie so ist das. Ich weiß es nicht genau. Das ist ein Gummi, das will ich haben. Nein. Und doch, hätte ich aufnehmen können, weil sie wird ja... Ah, Jamian wäre direkt zur Gilde geschickt worden. Dadurch, dass wir keinen Platz mehr im Team haben. Ach Mensch. Das hätte ich natürlich machen können. Wir haben Hunger. Ist das dein Ernst, Alter? Wie lange bin ich schon in diesem Dungeon? Hallo, Absol.
Komm schon. Wir sind bei U9. Nicht mehr so weit. Ach komm. Haben wir irgendwas fixiert? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich will diese... Mann. Jetzt sind wir schon bei 5 Minuten. Wow. Dauert ja immer länger. Super geil. Komm schon. Es kommen aber auch mehr Pokémon als eben. Eben haben wir das relativ gut geschafft, ohne Pokémon zu begegnen. Zack. Oh, komm. Dein Ernst. Schöne Finte, auf jeden Fall. Nochmal Finte. Eieiei. Ja, ich meine, Haru macht schon ganz gut Damage eigentlich, ne? Haru macht ja schon Schaden. So ist das ja nicht. Er kommt nun nicht dazu und er ist halt... Ne, noch... Ah, das war dumm. Linke Attacken wurden getrennt. Ja, geil. Das heißt, das muss ich auch gleich nochmal machen. Okay, ich glaube, wir packen in diesem Part hier nicht mehr so viel. Zack. Hey, komm schon. Danke. So viel von der Bonus-Episode, oder von der, was sag ich denn mal, Bonus-Episode, von dem nächsten Auftrag, sag ich mal, werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber naja. Unheilböen. Super! Weberak wurde besiegt. Wow, ich hoffe, das zählt trotzdem als Mission. Weil nochmal würde ich die nicht machen, dann suchen wir uns eine Mission raus, die vielleicht 5 Ebenen braucht oder so. Oh Mann, was ist das denn? Das ist jetzt aber doof. Das ist jetzt aber richtig doof. Wir haben halt auch keine Belebersarm oder so. Ach Mensch, lagern. Was haben wir denn so? Nee. Pissive Schall will ich aber auch nicht haben. Das lagern, das lagern, das lagern, das lagern, das lagern. Okay. Nehmen. Haben wir gerade Items verloren, als wir in diesem Dungeon waren? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich richtig dumm gewesen. Also das wär richtig dumm. Das wäre richtig scheiße. Pirsif-Beere, noch eine Sinobeere mitnehmen. Da haben wir 2 Belebersamen. Immerhin 2 Belebersamen. Und dann will ich noch Top-Elixier. Ah, 2 Top-Elixiere. Ja. Alles klar. Hat er vielleicht doch Belebersamen für uns? Das wäre super schön. Nein, hat er natürlich nicht im Angebot. Schön. Ach, das ist jetzt so. Das ist aber richtig doof. So, dann einmal noch bitte. Hallo? Doki, Attacken. Link. Super. Geld. Muss ich jetzt nicht lagern. Okay. Schön. Sag mir bitte erst ein Panda-Café. Nein, aber hier ist ein Senko. Ah, bitte, ich möchte, dass du 50. Dunsthöhle, E6, ja, komm. Ja, und Krebskor ist nicht hier. Das heißt, wir machen schnell das mit der Dunsthöhle. Wenn wir eh schon dabei sind. Ausüben. Ja. Wenn wir eh schon so einen kleinen Job machen wollen, wirklich nur einen kleinen Job, dann können wir den hier jetzt auch machen. Dunsthöhle E6. Das werden wir, glaube ich, schon hinkriegen. Jetzt auch keine Eskorte. Eskorten sind so behindert. Ich hasse Eskorten. Eskorten sind der letzte Müll. Und wir... Also dieses Spiel laggt gerade, also... Mann. Ach ja, gestern, ne, kamen die Videos ja ein bisschen später. Sie wären rechtzeitig gekommen, so ist es nicht. Allerdings, ja, ich habe sie morgens halt hochgeladen oder halt hochladen lassen. Nicht lassen. Also, ich habe sie halt morgens angefangen hochzuladen, dann wären sie auf jeden Fall fertig gewesen. Am Mittag. So. Das Problem ist, ich hatte alles eingestellt und so, aber nicht da auf Speichern gedrückt, sodass die Einstellungen übernommen werden. Und das Video dann auch dann und dann freigeschalten wird. Ja, und dadurch wurde das Video halt nicht hochgeladen. Also es war fertig hochgeladen, ich musste es dann nur manuell freischalten. Und das, ja, konnte ich halt erst machen, als ich zu Hause war. Und das war halt um irgendwas mit 5. Gönn dir, Bruder! Eieiei, hat Schaden gemacht. Hallo...
Wie bitte? Swipitus kann nicht über Wasser und nicht über Lava laufen, alles klar. Das heißt, er muss irgendwo hier sein. Er muss. Da ist Swipitus. Komm her. Ja, danke. Ist okay, kein Ding, haben wir gern getan. Ja. Na, nein, wollen wir nicht. Wir wollen den dann schon verlassen, ja. Ja, wir wollen wirklich gehen. Super. Sind wir echt erst bei 10 Minuten? Alter, es kommt mir so lange vor. Nehmt das Orangegummi, super. Und was noch? Was kriegen wir noch? Blaugummi, auch noch schön. Alles klar. Und 60 Erkunderrangpunkte. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Es war eine Mission, das heißt, Krebsgott dürfte jetzt eigentlich im Pandicafé sein. Ich hoffe es zumindest. Und dann geben wir jetzt erstmal die ganzen Gummis ab. Geben erstmal an Dragon. Dann das hier geben an Haru. Und das Kraftband geben an mich. Dann die ganzen Gummis. Wir haben ein Orangegummi, was im Lager ist. Okay. Gelbgummi an Haru. Lila Gummi ist doch für Dings, ne? Ne, Geist-Pokémon. Das ist Schwarzgummi Unlicht. Weißgummi für normal. Das war doch nochmal für Royalgummi war für Dings, für Drachen, stimmt. Kann jetzt mal dein IQ steigen? Alter, Haru. Oder, warte, war das schon? Wir haben die, oh, warte. Ich bin dran mit IQ, oh, okay. Oh, ich bin super. Echt. GG. Lagern. Wir haben ein bisschen was zum Lagern, genau. Das Ausdauerband noch, alles klar. Ich will mich dann echt beeilen eigentlich, aber irgendwie wird das hier gerade nichts. Vielleicht wird der Part halt auch ein bisschen kürzer dadurch. Dann lasse ich ihn vielleicht schon bei 15 Minuten stehen oder so. Also ist, ja, gucken wir mal. Weil dann will ich nicht nochmal extra, will ich nicht extra in den Dungeon gehen, wenn wir eh nur noch irgendwie 5 Minuten haben oder so. Das ist halt unnötig. Blaugummi mir geben, genau, und das Orangegummi kriegt halt Dragon. Oh, harter Werfer. Oh, das heißt meine Nichtschläfer. IQ, harter Werfer. Oh Gott, das Pokémon ist das geworfen und geschleuderte Items größeren Schaden verursachen. Genau. Sehr geil. IQ prüfen, harter Werfer. Hat er auch schon. Oh, warte. Er hat Nichtschläfer, genau. Pokémon fällt durch bestimmte Fallen oder gegnerische Attacken nicht mehr in Schlaf. Auch sehr gut. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. So, bitte. Ah, hier ist Krebsgor. Super. Hey, weiter toller Tag. Wisst ihr? Ja, wisst ihr was? Flora ist in letzter Zeit ziemlich aufgeregt gewesen. Hey! War so etwas wie. Ah, du meine Güte, das Regenmeer. Du meine Güte. Du meine Güte, niemand hat es seit 10.000 von Jahren gesehen. Derlei Zeugs. Hey, hey. Sie ist da seit einiger Zeit im Alleingang unterwegs, wie besessen, hey, hey. So, Flora ist gerade auf der anderen Gildenebene, hey, hey. Wenn ihr interessiert seid, plaudert also mit so Flora, hey, hey. Die brennt darauf, darüber zu schnattern. Yo. Diese Stimme geht mir auch total auf den Piss von Krebsgirl irgendwie. Also mir selber, ich weiß nicht, irgendwie, okay. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade mega aufgedreht bin, weil ich mich halt beeilen will. Oh, habt ihr beide schon mal etwas vom Ringmeer gehört? Das Ringmeer ist im Meer tief im Süden. Es liegt im unkartografierten Teil des Ozeans und stellt euch vor, es war Zehntausende von Jahren mit Eis bedeckt. Aber es macht das Wort eine Entdeckung die Runde. Es heißt, es gäbe dort einen Riss im Eis. Diese Spalte hat für Erkunde einen Einstieg in das eingeschlossene Meer eröffnet. Oh, woher? Oh, könnt ihr euch vorstellen, eine Welt, die seit Zehntausenden von Jahren niemand erblickt hat. Oh, das ist der Stoff, aus dem epische Abenteuer gestrickt sind. Oh, so fantastisch und abenteuerlich. Oh, das ist noch nicht alles. Nein, nein, nein. Anscheinend fließen im Ozeanströmungen der Welt durchs... Was? Fließen alle Ozeanströmungen der Welt durchs Ringmeer? Okay. Ich habe Gerüchte gehört, dass viele seltene Schätze von den Strömungen dorthin getragen werden. Oh weia, oh. Allein der Gedanke daran lässt mich fast ohnmächtig werden. Der Eingang zum Ringmeer soll östlich der Blizzard-Insel liegen. Ihr solltet euch das mal selbst ansehen. Du kannst jetzt zum Ringmeer gehen.
Jo, allerdings haben wir jetzt wirklich nur noch 5 Minuten und es lohnt sich einfach jetzt nicht in diesen Dungeon zu gehen. Damn, das ist echt doof. Ha, müssen wir jetzt eigentlich zur Blizzard-Insel oder? Nee, gut, wir können zum Ringmeer direkt gehen. Ja, komm, dann entwickeln wir für die Rest des Parts noch ein paar Pokémon kurz. Meine Nase wird schon wieder zu langsam. Das Glitzer Quelle wünscht eine Entwicklung. Entwickle welches Pokémon strebt nach Entwicklung? Schade. Haru leider noch nicht. Aber Haru glaube ich echt erst ab 55. Soweit ich das noch weiß, dürfte das erst ab 55 sein. Ich will Kelia keinen großen Namen geben, nein. Zack, nochmal zur Glitzerquelle. Und sorry, dass dieser Part echt hektisch war. Aber ja, ich wollte mich halt beeilen. Aber ja, jetzt ist er halt wieder chillig. Ach, Kölia kann sich sogar zu Gardevoir entwickeln. Ja, GG. Ach, wie Kölia sich die ganze Zeit dreht. Okay, der sieht ganz anders aus. Kölia entwickelt sich zu Gardevoir. Ach ja. Aber da fällt mir ein, wo wir gerade beim Entwickeln sind. Ich spiele auf dem 3DS gerade Pokémon Y oder X? X, glaube ich. Und Scoppel. Es sieht am Anfang so süß aus. Und dann nach der Entwicklung, Alter, was ist das? Was ist das? Ist ja mal mega kacke irgendwie. Oh Mann, ey. Da will man so einen Scoppel, da gibt man so einem Scoppel so einen süßen Namen und auf einmal ist es so ein fettes Fuckviech, was einfach nicht mehr süß ist. Und dann passt dieser Name einfach nicht mehr zu diesem Ding. Das ist so krass. Aber die Entwicklungen sind cool gemacht. Also die Entwicklungsanimation und so. Cool, dann speichern wir nochmal. Ach nee, warte, muss ich gar nicht. Stimmt. Aber dann beenden wir jetzt den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ne? Könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Habe ich das eigentlich ewig... Das habe ich Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr gesagt, oder? Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.